Einwandfrei, der Entdecker-Podcast für alle Menschen, die lieber ja genau und statt aber sagen. Einwandfrei einfach ans Leben rangehen und ja zu sagen. Sven Stickling ist Gründer der Heldenakademie, Erziehungswissenschaftler, Moderator, Schauspieler, Autor, Coach und so vieles mehr. Ich probiere mal Dinge aus. Ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. Und das ist so mein Lebensmotto. Einwandfrei. Finde deinen eigenen Heldenstatus. Jetzt. Yes. Klatsch, klatsch, los geht's. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einwandfrei, diesmal sogar mit Video, wenn ihr es sehen wollt. In den Shownotes der Link dazu. Ich sitze gerade oberhalb von Grindelwald mit Blick auf den Eiger. Ist der Eiger? Der Eiger. Eiger mit Jungfrau und die Gletscher. Ja. Die, ich weiß die Namen jetzt gerade nicht, ist mir peinlich. Mit wunderschönen Bergen, schmelzenden Gletschern. Unten wurde eben gerade noch geheult. Hinter uns fahren die Gondelbahn rauf und bringen die Massen an Touristen, die nicht ins Ausland reisen können, oben auf die Spitze, von wo sie dann einen noch atemberaubenden Einblick haben. Ich sitze neben Rob Holub und wir sind aus einem besonderen Grund hier. Rob, aber vorher bitte ich dich kurz mal in wenigen Sätzen vorzustellen, wer sitzt denn da gerade neben mir? Ja, nein, zuerst muss ich einfach nochmal loswerden, dass die Aussicht echt atemberaubend ist, Sven. Aber ja, ganz kurz zu mir. Gut, also ich bin Rob Holub und wir kennen uns ja, sag ich jetzt mal, aus dem Künstlerbereich als Speaker, Moderatoren. Das ist etwas, das ich seit Jahren verfolge. Ich komme eigentlich aus der TV-Produktion und bin auch Musiker. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren an einem Dokumentarfilm dran und der beschäftigt sich eigentlich mit menschlicher Entfremdung im digitalen Zeitalter, mit einem starken Augenmerk auf das Thema Social Media. Also höre ich jetzt 2 Dinge raus, über die wir sprechen können. Das eine ist wir gerade hier, unseren Job, und das andere ist dein großes Projekt. Fangen wir mit dem ersten an. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt bei einem Bootcamp von Mireille Jardin, an dem wir teilgenommen haben. Genau, ja, genau. Das, wo wir auf der Bühne standen. Hallo Mireille, vielen Dank, dass du uns damals zusammengebracht hast. Großartige Netzwerkerin ist sie, ja. Und jetzt sitzen wir hier. Und du hast mich eingeladen, weil du noch einen Bro brauchtest für eine Wander-Bromance sozusagen für Schweiz-Tourismus. Unbedingt. Ich liebe Wander-Bromances. Warum sind wir hier als Wander-Bros? Ich glaube, wir beide sind hart auch von der Corona-Krise getroffen als Selbstständige, als Künstler und Event-Moderatoren. Die Events finden nicht statt und alle Jobs, die wir sonst machen, sind auch irgendwie so shaky. Und ich glaube, da muss man einfach agil bleiben, offen, flexibel bleiben. Und ich habe einfach eine Anfrage gekriegt von einer Casting-Agentur. Die hat 2 Wander-Bros gesucht für eine neue Werbekampagne für Schweiz Tourismus. Und unsere einzige Aufgabe hier, also wir wurden dann genommen nach einem kleinen Vorstellungsvideo, ist wirklich durch die Berge zu wandern und werden noch bezahlt dafür. Das ist ein toller Job. Also wir werden jetzt nicht Millionäre dadurch, aber Nein. Wir kriegen ein kleines Gehalt. Wir haben mega leckeres Essen bekommen, ja. Sonne ins Gesicht. Wir haben sehr viel Kaffee trinken dürfen, sind aus Gondelbahnli ein- und ausgestiegen, Berge rauf, Berge runter gewandert. Das Ergebnis seht ihr nächstes Jahr. Ich werde euch dann darauf hinweisen. Ja. Und das ist jetzt die schöne Seite der Krise. Ohne die Krise wären wir vermutlich gar nicht hier, weil ohne die Krise hättest du so viel zu tun gehabt, dass du dich gar nicht nach solchen Jobs umgeschaut hättest. Ja, absolut. Und ich hoffe ja noch weitere Wander-Bromances mit dir, Sven, erleben zu dürfen. Ich glaube, man darf sich da auch nicht zu schade sein. Wir sind ja nur Statisten hier und wie du gesagt hast, das gibt ja auch nicht viel Geld. Aber irgendwie hier auf diesem Berg zu sitzen und auf diese Gletscher und Bergspitzen zu schauen, das gibt mir irgendwie auch so ein Gefühl der Freiheit, wo meine Seele so richtig durchatmen kann. Und da kommt man auch auf neue Ideen. Also man hinterfragt auch vielleicht seine letzten Jahre, wie man da unterwegs war mit seinen Jobs und was will man nicht. Ich glaube, das sind so gute Inseln, um sich einfach auch mal zu überlegen, wie will ich weiter. Durchatmen. Genau, das Gefühl hatte ich auch gerade. Das ist so die Morgensonne, die auf uns scheint, die frische Luft. Oft, wenn wir unten in der Stadt sind, und da finden ja viele Moderationsjobs statt, in Studios, bei Events, in großen Messehallen, da ist man so in einem Trubel drin. Und selten kommen wir da raus. Wir sind immer auf der Jagd nach neuen Jobs, konkurrieren hart mit anderen. Es gibt immer mehr, die das auch wollen. Willst du das jetzt überhaupt noch nach so einem schönen Bromance-Wanderausflug? Ja, also was ich will, ist eigentlich meine die Sachen machen, die mir Freude bereiten. Dazu gehört
so eine Produktion wie hier in der Natur draußen. Ich merke einfach auch wieder immer bei solchen Jobs, warum ich solche Jobs oder überhaupt eben auf der Bühne stehen, Produktionen draußen machen, das nimmt dich weg vom Bildschirm. Also ich bin jemand, der nicht im Büro sitzen kann und vor dem Bildschirm oder am Bildschirm kleben will. Mache ich sowieso schon viel zu viel, weil wir das irgendwie auch müssen in der heutigen Zeit. Also ich will, oder meine Vision ist, Geld zu verdienen mit dem, was mich erfüllt und mir Freude macht. Und ich glaube, drum gehört dieser Tag hier in den Bergen für Schweiz Tourismus genauso dazu wie die nächste Eventmoderation. Also eine gute Durchmischung, breit aufgestellt sein. Wie ist denn das so, die Krise? Du hast eben gesagt, sie hat dich hart getroffen, mich auch. Was ist da so mit dir passiert? Bist du in dich gegangen? Ich habe das so rausgehört. Oder was geht auch noch in dir vor? Ja, ich glaube, das ist ein Prozess. Wir sind ja auch nicht am Ende dieser Pandemie. Ich muss ganz ehrlich und offen zugestehen, ich bin ein Mensch, der sich die letzten Jahre angeeignet hat, so gewisse alltägliche Rituale zu pflegen, die einem auch helfen, stabil zu sein, mental stabil zu sein, irgendwie, ja, vielleicht auch seine Visionen zu verfolgen. Das braucht es einfach. Ohne so mentale Stabilität geht das gar nicht. Aber mich hat es ein bisschen aus dem Ruder geworfen hier. Und ich habe diese Rituale dann auch für 6 bis 8 Wochen irgendwie abgelegt, weil ich zu kämpfen hatte eben mit meiner Selbstständigkeit. Dann kam Administrationskampf dazu und so weiter. Und ich bin erst jetzt wieder daran, das zu etablieren. Also es ist wirklich nicht spurenlos an mir vorbei. Was ich mir dann gesagt habe, ich habe mir einfach den Druck weggenommen. Weil es ist ja nicht mein Verschulden, dass ich plötzlich keine Eventmoderation machen kann. Es ist auch nicht mein Verschulden, dass der Staat für Leute wie mich keinen Support gibt. Also muss ich quasi auf meinen eigenen Beinen und Füßen stehen und nach Lösungen suchen, und das mache ich. Aber ich mache das jetzt so in schrittweise. Ja? Also ich sage mir, ich nehme jeden Tag, wie er kommt, und gebe einfach mein Bestes. Also go day by day. Das nimmt viel Druck weg und man sieht dann, dass eben auch vielleicht am 3., 4. Tag wieder was Neues reinkommt, und das freut einem dann wieder. Klingt so, als wärst du in der Zeit auch ein bisschen gereift. Schon gut. Wir haben noch eine Idee gehabt, hinten zum Rauskommen aus dem Hotel. Ja. Machen wir das. Wir kommen gerade. Machen eine kurze Pause, machen gleich weiter, weil jetzt sind wir gerufen worden. Ja, genau, vom Produzent. Das passt ja eigentlich. Also wir sind eigentlich hier noch bei den Dreharbeiten. Darum müssen wir da kurz unterbrechen. Auf Abruf. Das heißt, ich stelle den Podcast jetzt kurz auf Pause. Es gibt einen Schnitt. Ein Schnitt, und dann hören wir uns gleich wieder. Recording läuft. Mein Gott, wir hatten gerade das allerbeste Gespräch der Welt, nachdem wir diesen Dreh mit der Drohne hatten, und dann ist es voll schief gegangen, weil ich irgendwie auf den Stoppknopf gekommen bin. Rob, wir machen das Ganze nochmal kurz und knapp. Wir hatten gerade diesen Drohnendreh. Ich habe jetzt total den Faden verloren, aber das macht nichts. Wir haben ihn nicht verloren. Wir haben ganz am Anfang über das Loslassen nochmal gesprochen, über das Vertrauen und über dein neues Projekt. Komm, machen wir das nochmal. Was machst du gerade? Du hast dieses Filmprojekt. Ja, wir waren ja auch vorhin noch bei der Selbstständigkeit und dieser Krise und dass das auch Chancen birgt. Und ich wollte eigentlich nur noch anhängen, also ich bin an diesem Filmprojekt dran, ja. Also seit 4 Jahren reise ich um die Welt, jetzt nicht mehr, und interviewe Leute und befrage sie zum Thema Digitalisierung, Social Media, wie das auf uns wirkt und ob da möglicherweise auch eine menschliche Entfremdung entsteht, weil das mich irgendwie so entfremdet hat, und immer wieder komme ich an diesen Punkt. Und mit diesem Filmprojekt bin ich dann irgendwie quasi in der Fertigstellungsphase dann im Lockdown total geschockt aufgewacht und dachte, okay, diesen Film braucht es nicht mehr, weil jetzt ist ja die größte Erlösung quasi die Digitalisierung, weil der einzige Weg, um sich zu connecten, ist über Zoom, ist Social Media und so weiter. Also quasi hatte ich das Gefühl, nein, scheiße, jetzt habe ich 3,5 Jahre produziert und all mein Geld und mein Herzblut und Energie da reingesteckt, und jetzt sind sich die Leute am Erfreuen auf Zoom-Meetings. Es ging nicht lange, und nach einer Woche kam dieser Term Social Distancing auf und auch dann die großen Besorgnisse, was jetzt dieser Lockdown mit sich halt gebracht hat. Und dann wusste ich, Moment, es ist ein Geschenk für meinen Film, weil jetzt versteht jeder, was Searching for Contact heißt, weil wir uns nicht mehr draußen treffen können, weil wir eigentlich gefangen sind in der virtuellen Welt. Also aktueller denn je sogar noch, also die neue Ebene dazu, Corona hat es nochmal verstärkt und viel dringender gemacht, diese Frage. Ja, viel dringender, und das beschleunigt sich
sogar jetzt noch, und ich möchte an dieser Stelle ja sagen, also Technologie, neue Technologien, das ist wunderbar. Ich hoffe, dass sie uns eines besseren Lebens bescheren. Aber eben die Frage, was das mit uns macht und wie wir vor allem bewusst und gesund bewusst damit umgehen wollen, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Und ich glaube, jeder sucht ein bisschen nach dieser Balance. Und damit möchte ich eigentlich, mit diesem Film möchte ich da einen Beitrag leisten, um diese Selbstreflexion irgendwie anzukurbeln, um sich zu fragen, ja, wie gehe ich eigentlich mit Social Media um? Wie gehe ich mit der digitalen Welt um? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und wie viel realen Kontakt möchte ich auch in Zukunft wieder mehr pflegen? Lass mal kurz gucken, ob es jetzt wirklich aufnimmt. Das bauen wir jetzt auch ein. Nimmt es noch weiter auf? Ich schaue jetzt. Ja, es nimmt auf. Super, jetzt nicht, dass wir das dann noch dreimal machen müssen. Wir müssen ja gleich wieder zum Dreh. Und du hast Stunden um Stunden um Stunden Filmmaterial gesammelt. Du bist durch 18 Länder gereist. Du hast vom Straßenfeger bis zum, weiß ich nicht, mit Menschen gesprochen. Wo warst du überall? Mit wem hast du alles gesprochen? Ja, wie du es angetönt hast, also ich habe wirklich mit nicht fast allen gesprochen, aber mit vielen Leuten, und ich habe einfach mir gesagt, ich will mit Leuten sprechen aus allen Demografien, jedes Alter, egal was für Jobs, also vom Künstler bis zum Präsidenten vom Harvard Club, zum spirituellen Lehrer und so weiter. Und ich bin fast fertig mit dem Film, und der Lockdown hat mich da aber jetzt auch ein bisschen blockiert, weil ich eben meine Jobs verloren habe und jetzt ein bisschen auf Finanzierung angewiesen bin, um den Film fertig zu machen. Es geht eigentlich um die Postproduktion, also ich möchte jetzt den Film endlich auch fertig schneiden mit jemandem in München und die richtigen Partner finden, damit das Baby dann im nächsten Jahr rausgeht. Und bist immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Unterstützung. Auch finanzielle Unterstützung ist herzlich willkommen bei dir, weil ja viel, hast du eben am Anfang auch gesagt, weggebrochen ist. Also wenn du jetzt zuhörst und denkst, ich habe da was auf der hohen Kante, ich habe ja letztes Jahr im Lotto gewonnen, ich habe eh vor, meine Oma umzubringen, damit ich an das Erbe komme, dann hab Rob im Kopf. Das ist jetzt keine Aufforderung, das zu tun, aber ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf dazu vorgeht, der du da gerade zuhörst oder die. Rob, wo finde ich denn alle Infos zu dir? Also erstens, sehr, sehr nett, dass du jetzt diese Ansage machst für Unterstützung für mein Filmprojekt. Und es geht ja tatsächlich um das Projekt und nicht um mich, weil es geht um eine größere Sache. Ja, man findet mich auf dem Internet. Ich habe eine Webseite, die heißt rob-holub.com, oder am besten schickst du mir eine Mail auf robholubfilms, alles zusammen kleingeschrieben, @gmail.com. Und es würde mich eigentlich nur schon freuen, wenn sich Leute mit mir verbinden, eben in Kontakt setzen, um vielleicht ein Erstgespräch mal zu führen und zu schauen, kann man irgendwie auch kooperieren, kollaborieren, eine Partnerschaft machen. Klar, ich brauche Geld. Und ja, wenn jemand noch vom Großpapi oder von der Großmami noch ein paar Millionen hat, lass uns sprechen. Oder ein paar Tausend vielleicht. Naja, ja. Also jeder Franken zählt. Ja, jeder Rappen auch. Fast. Jeder Bitcoin, jedes Ethereum. Der geht ja wieder hoch, genau. Ja, der kommt wieder. Macht das, und also natürlich auch in den Shownotes alles verlinkt, wenn ihr da jetzt nicht das abtippen wollt, sondern einfach anklicken wollt. Das ist ja auch, die Welt ist ja immer kurzlebiger, muss einfach schnell gehen. Klickt einfach in den Shownotes auf die Homepage oder auf die Mailadresse, dann geht das Mailprogramm auf. Es ist alles so easy heutzutage. Und eben hatten wir noch das Schöne, eigentlich müsstest du dich jetzt nochmal versprechen. Wir sind gleich am Ende, jetzt kommt der Kameramann schon wieder. Der Serge wartet auf uns. Wir haben noch 2 Minuten. Und 2 Minuten haben wir noch. Wir haben eben nämlich über den Tod gesprochen. Möchtest du mitmachen? Möchtest du gerade zu uns kommen? Wir machen einen Podcast. Ja, über den Tod, komm. Über den Film, jetzt über den Tod. Serge, da kannst du dich setzen irgendwo. Wir zwischen uns, Serge. Ja, ich setz mich da hier zu euch. Weil das Ding war eben, wir hatten so, wir machen jetzt, das ist ja alles schön. Guck mal, das kleine Tierchen hier. Ein schöner, perfekter Film. Aber irgendwie sind wir eben, weil Rob sich kurz versprochen hatte, auf Fehler gekommen, auf den Tod. Und dass man über die nicht schönen Dinge im Leben so selten spricht, die Dinge, die schief laufen, die Dinge, die nicht funktionieren. Und dann hattest du gesagt, Angst. Es geht eigentlich um Angst. Also ich glaube auch die Corona-Zeit, es zeigt uns, dass uns, wenn uns etwas stresst, dann ist im Grunde genommen immer die Angst dabei. Also die Urangst ist ja eigentlich die Angst vor dem Tod. Also wir haben eigentlich Angst zu sterben, weil wenn mir das Geld ausgeht oder wenn ich das und jenes nicht kann, eigentlich habe ich Angst zu sterben. Und ich glaube, der nächste Film müsste sein, ein Film über den Tod. Und Serge, ich weiß nicht, wovor hast du Angst? Ist deine, die größte Angst in deinem Leben, nicht den Record-Knopf gedrückt zu haben oder dass die Speicherkarte schon voll ist? Nee, das ist mir scheißegal. Ich mache das schon so lang, dass ich den eigentlichen Job gar nicht mehr so ernst nehme. Aber Tod finde ich ganz ein wichtiges Thema, weil ich wurde schon mein ganzes Leben vom Tod begleitet. Also ich war schon 10-mal mehr Beerdigungen als in Hochzeiten. Mein Vater starb, als ich 21 war. Meine Mutter starb vor 12 Monaten.
Und bin jetzt eigentlich ein Waisenkind, ne? Nein, nicht ein Waise, ein Orphan. What's an Orphan? Whatever. Und was macht mir Angst, ist eigentlich, ich habe eine 5-jährige Tochter, nicht fit zu sein. Also Gesundheit ist für mich irgendwie, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie das eigentlich das größte Privileg ist, gesund zu sein. Mhm. Also, Wissen kann man nicht verlieren. Materielle Sachen sind eh nebensächlich. Also das ist ja eigentlich das, was in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach falsch läuft, dass alle irgendwie nach materiellen Werten streben und dabei die Seele vergessen und sich irgendwie immer das Gefühl haben, sie müssen mehr haben, mehr haben, mehr haben und trotzdem nicht glücklich werden. Aber dann werden sie krank. Aber dann werden sie krank und dann nützt ihnen alles nichts mehr. Also ich glaube, Gesundheit ist das Einzige, dass man wirklich Priorität haben muss, weil alles hängt damit zusammen. Da ist jetzt fast schon der Kreis, die Gesundheit und die Beziehungen zu anderen, die dann, die dich auch gesund erhalten und die bei dir sind, der Kontakt zu Menschen. Mhm. Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, also ich war mal in der Akupunktur bei einem Chinesen, der da in Zürich so heiß begehrt ist und das seit 50 Jahren macht. Und der hat mir dann gesagt, eigentlich 90% der Krankheiten sind emotional bedingt. Stressbedingt, ja. Ja, und das kommt aus der Psyche. Und ich glaube, das schließt den Bogen zum Thema meines Films, dass wir eigentlich in dieser Dauerüberflutung, Reizüberflutung, Berieselung, sei es jetzt Social Media oder einfach das Smartphone, es gibt ja so viele tolle Inhalte, aber wir berieseln uns und disconnecten irgendwie halt trotzdem mit der Gegenwart und diesem Moment, diesen Berg anzuschauen, einfach im Moment zu sein. Und das birgt für mich schon diese beschleunigte Zeitmaschine, Digitalisierung, ist, glaube ich, nicht nur gesund für uns. Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich, also die meisten digitalen Errungenschaften sind gut für Silicon Valley Bankkonten, aber für die Seele der Menschen bringen die uns gar nicht weiter. Also klar kann man viel lernen, aber das könnte man schon immer, wenn man interessiert ist. Also ich glaube, je mehr man verliert sich immer mehr. Und ich war ja Uniprofessor in Los Angeles und da die jetzigen 20-Jährigen, die haben natürlich so, Depression ist einer der Hauptprobleme der neuen Generation, weil die sie ja nur auf Social Media immer sehen, wie viel besser, wie viel hübscher, wie viel erfolgreicher alle anderen sind, wie viel besser Essen die haben. Also es ist so ein Wettlauf um nichts. Also es ist so, ach, ich bin so wichtig, ich habe jetzt irgendein Logo auf dem T-Shirt, jetzt bin ich was wert. Anstatt zu sagen, ja, ich weiß was vom Leben oder ich habe schon was erlebt oder so weiter. Also das ist ja dann schon mehr wert. Jetzt kommt der Nächste, Jonas. Was sind die wirklichen Grundlagen? Gesundheit haben, Verbindung zu anderen nicht verlieren. Ne? Und Wissen. Also Wissen ist das Einzige, was man nie verlieren kann. Also, weißt du, würde ich dir sogar fast ein bisschen widersprechen. Meine Oma hatte nämlich Demenz. Oh gut, das ist traurig. Die hat das Wissen verloren, die war körperlich aber noch ganz lange. Ja, das ist traurig. Das war dann auch nicht schön. Entschuldigung, ja, das ist natürlich ganz ein Thema, dass ich jetzt natürlich ausgeklammert die Demenz haben. Natürlich die Demenz. Ich erlebt, so. Ja, Demenz ist natürlich ganz traurig, weil es dann eigentlich lieber im Rollstuhl zu sitzen und deinen Kopf beisammen zu haben, als noch irgendwie alleine rumrennen zu können, aber nicht mehr dich nicht mehr deinen Kindern zu erkennen. Das ist ja das Traurigste, das was es gibt. Ja. Ja. Das ist dramatisch. Ich glaube, gesund sein und im Kopf auch noch fit bleiben, solange es geht, das hilft dir auf jeden Fall. Und selbst wenn, und das, die Klammern, selbst wenn das nicht klappt, hilft es, wenn du das Umfeld hast, das dich stützt und bis zum Ende ein Stück weit trägt. Das macht dir das Menschsein aus. Und das kann Silicon Valley nicht ersetzen, das kann auch kein Roboter ersetzen. Genau. Also ich weiß Fazit, nicht. Ich lasse euch wieder weiterreden, weil ich muss wieder weiter, aber ich lasse euch durch. Gesund ernähren und nett sein zueinander. Ja, komm, wie du gerade zu uns. Wir beenden diesen Podcast mit dem Group-Up. Nee, ihr müsst ja nicht. Ja, wir sind auch am Ende, das ist gut, denn wir wollen jetzt einfach auch ausschalten. Brauchst du uns jetzt gerade für ein genießen. Wanderbild eigentlich? Nee, es sitzt hier so kuschelig. Ich würde das gerne filmen und dann müssen wir einfach das Kuscheltierchen kurz rausnehmen. Okay. Gut. Ja. Und damit sind wir doch eigentlich am Ende. Das war jetzt richtig schön. Ja, das war jetzt der Kontakt, den ich immer gesucht habe in meinem Film. Und so das habe ich ihn gefunden. Kontakt. Nächster Film, also über Angst und über Sterben. Über Tod. Bin ich dabei, habe ich auch viel erlebt in meinem Leben. Und wenn das ganz jemand, wichtig ist. Ja, wenn da jemand jetzt uns mit diesem Thema und diesem Filmprojekt unterstützen möchte, für das nächste Filmprojekt, kann man auch schon jetzt einsteigen. Ja, und den Kameramann hatten wir ja auch gerade schon. Ja, da. Der macht dann genau. Der macht also die Kamera. Auch wenn ihr sagt, ich habe da noch einen Großpapa, den mag ich nicht, den wollte ich eh demnächst und der gibt mir da erbe ich dann nicht auf mein Geheißen, aber wären wir
unter Umständen auch jemand mit einem Twint-Account, wo ihr schnell mal 1 Million rüberschieben könnt. In diesem Sinne, das war einwandfrei. Ende, ja. Oder nehmt euren Großpapi einfach in den Arm. Auch das ist ja, Hass überwinden, Contact. Vielleicht fehlt dem einfach auch die Liebe. In diesem Sinne, danke Rob. Mehr Liebe für alle. Genau, ja. Danke dir Sven, das hat echt Spaß gemacht. Wandern mit Herz. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Ich auch. Ciao, ciao. Also abschalten, in den Shownotes die Links anklicken, wenn ihr nicht gerade was Besseres tun habt und einfach rausgeht und Kontakt haben wollt. Tschüss. So. Ja, herrlich. Das war's mit dieser Folge von Einwandfrei. Mehr von Sven findest du im Netz auf svenstickling.com. Am Ende werden wir alle glücklicher.